wieder eine glorreiche Idee. Mit Staubsauger die Brocken. Scheiß Brocken aus dem Schornstein zu holen. Siehst du das? Das ist voll mit alten Dachpfannenstücken. So, alle Jahre wieder. Jetzt haben wir wieder was Neues. Nee, wir haben nichts Neues. Wir waren oben doch beim Staubsaugen. Das war doch irgendwann scheiße. Hat nicht mehr geklappt. Wir haben zunächst die Filmaufnahmen abgebrochen. Weil ich war sauer. Um anschließend... Ich war stocksauer. Die Scheiße war nicht, die ging nicht raus aus dem Schornstein. Wir wollen doch hier einen Ofen einbauen. Hallo? Ja, wir haben erst die Filmaufnahmen abgebrochen und dann die Tätigkeit an sich. Und jetzt wollen wir von unten versuchen, ne? Ja, du musst von unten stochern, von oben bringt nichts. Also, wir haben mal gegoogelt im Forum. Da gibt es 3 Varianten, wie man dieses Problem lösen kann. Oder 4 sogar. Die erste ist von oben stochern. Das haben wir jetzt probiert, das ging nicht. Die zweite war von unten stochern. Die steht jetzt noch aus. Dann war noch eine Variante, den Typen, der das da reingeschmissen hat, holen, dass der das regeln soll. Und dann war noch, Wand aufreißen und das da rausholen. Das ist jetzt so ein bisschen was, die Kombination von dem, was wir jetzt machen. Carlos meint hier, mach auf und stocher rum. Ja, du musst soll das stochern, dann fällt das runter. Und dann gibt es eine riesige Wolke, wenn das runterkommt. Boom. Ja, das Leben ist nicht immer eine Wolke. Ich habe auch keine Klappe gefunden, ne? Wir könnten natürlich noch mal jetzt vernünftig die Tapete abmachen. Weiß ich nicht, ob da irgendeiner Lust und Zeit hat. Wo ist denn dein Sprüher? War der hier nicht noch? Der ist oben, da liegt deine Jacke drauf. Ich muss sagen, dass mit diesem Schornstein voll mit Schutt, das ist schon ein Problem. Man kommt da ja einfach nicht hin. Was ist? Verarscht! Nicht verarscht, hier ist kein Sprüher. Ach du Scheiße. Sind ja wirklich Äste drin. Dohlen und so, die nisten da gerne drin. So, ich will jetzt mal gucken, dass ich hier so diesen Scheiß rauskriege. Wir haben doch auch so eine Pflanzschaufel, können wir die vielleicht nehmen? Das ist echt vollgesifft hier, ne? Das passt zum Rest des Hauses. Siehst du, wie toll das da drin ist? Ganz toll. Problematisch natürlich, dass du so massive, breite Arme hast, ne? Kommst du nicht so gut rein. Das Problem ist auch, wenn das jetzt... Das wird da drin stecken, die andere oben. Das fällt da nicht runter. Es ist die Stelle frei, ja toll. Bringt uns ja nichts. Ja, mehr geht nicht. Da drüber ist frei. Ja, und jetzt toll. Scheiße. Sieh's, hab's frei gemacht. Ich sehe jetzt das Problem, dass man ja nicht weiter nach oben hinkommt. Man müsste jetzt irgendwie so nach oben stochern können. Kannst du aber nicht. Dass alles runterfällt und man das dann Stück für Stück rausnehmen kann. Wo ist denn diese Klappe? Es müsste da unten auch eine Klappe geben. Klingt so, als wenn da überall Klappen. Hier ist auf jeden Fall ein Loch hinter. Da war mal einer angeschlossen. Was ein Scheiß. Muss von unten so mit irgendeiner Hake oder so, mit so einem Stock, von unten gegen alles, was runterkommt, immer rausfriemeln und wieder. Das ist ja totale Scheiße. Ja, was willst du machen? Das ist ja nichts. Was ich nicht check ist, unten muss doch eigentlich eine Klappe sein zum Siff rausholen nach dem Reinigen, oder nicht? Es könnte ja sein, dass das hier war. Klingt schon hohl, aber es klingt ja überall hier. Ja, jetzt dürfen wir hier erstmal ein Tapet anmachen und gucken, ob irgendwo irgendwelche Öffnungen sind. Ich habe mir alles irgendwie anders vorgestellt. Ich sprühe immer da, wo du gerade... Das bringt dir gar nichts, außer dass ich nass werde. Das ist so, dass das hier so eine Nikotinschutzschicht drauf. Das ist das Problem. Ach, Impregnierung, ja, genau. Ja. Nikotin lässt das Wasser nicht so schnell gewähren.
Gideon, hast du schon eine Klappe gefunden? Da ist doch ein Loch, aber das ist das alte Ofenrohr. Ich guck jetzt mal auf der anderen Seite. Warte mal. Hier ist was, Gideon. Guck mal. Ich kann hier so prökeln. Siehst du das? Ah, ja, super. Das sieht ja so aus. Der ist mit Griff sogar. Das ist er. Das ist schon geil, was hier sich so angelagert hat. Da ist das Storchennest reingefallen. Ich hoffe, da sind die Goldbarren jetzt endlich mal. Die sind ja bis jetzt ja ausgeblieben. Ach so, Goldbarren, ja. Hier sind auch so tote Käfer. Ja, das sind so die Mitbewohner dann gewesen seinerzeit. Hier ist noch ein toter Frosch oder was das ist. Das sind alles so Schalenkäfer, ne? Schalentiere nennt man die ja. Frösche? Schalenfrösche. Was man hier aufhebt, dann ist einfach Siff drunter. Ist egal, was du nimmst. Hier, wenn du das jetzt abmachst, hier ist der Siff hinter. Deswegen lassen wir die Tür ja auch für dich drin. Also wenn du jetzt hier zum Beispiel guckst. Ja, oh nee. Das ist auch Siff. Ist auch irgendwie noch mehr geworden, ne? Damals war noch nicht so viel Siff. Dass der Boden über... Das ist echt... Oh nee, da gehen wir später mal. Das mache ich erstmal wieder zu. Das machen wir ein andermal. Das machen wir erstmal hier weiter in diesem Siff. Das ist die zweite. Ich wette, der ist voll Bauschutt. Ist auf jeden Fall voll mit irgendwelche Scheiße. Schön, mach zu und dann jetzt hier wieder rüber, dann ist gut. Oh, eine Scheiße. Ja, dann müssen wir jetzt was finden, was wir da reinschieben können. In die Öffnung. Ich gehe mal zum Müll. Weißt du, was gut wäre? Ja, so ein biegsames Rohr hier, ne? Hier! Das will ich jetzt mal testen, so ein alter Schlauch. Das ist schon eklig. Aber die Käfer. Riecht doch komisch. Die Käfer habe ich ja eben schon gefilmt hier. 20 Jahre alte Käfer. Da haben die Vögel ja auch reingeschissen, ne? Ja, jahrelang. Es geht ja auch nach unten weiter. Das ist nett, das sieht Maske an. Das ist ja richtig eklig. Tatsache, da ist noch Asche drin. Guck mal. Aschebäsche. Ah, wie ist das, wa? Was da noch drin sitzt. Ja. Wir sind hier noch lange nicht fertig mit den Stöckern. So, jetzt habe ich erstmal alles rausgeholt. Mehr ist da nicht. Okay. Jetzt habe ich hier so einen alten Schlauch. Das war der aus dem Keller. Ich erinnere mich, der andere haben wir zerstört. Da ist am Ende noch so ein altes Verschlussstück dran. Aber der ist recht steif. Den werde ich jetzt mal versuchen, da hochzuziehen. Guckst du da mal bei dem Rohr, ob der da hängt? Nee, der ist schon vorbei. Ja. So, da ist schon mal was gekommen mit dem Schlauch. Das hat schon mal was gebracht. Zum Glück lassen sich die Stöcker so lösen, ne? Kommst du ja wie ein Klopp davor hier. Wenn Zeus runterkommt, ist es richtig. Ja, geil! Ist da eine Wolke gekommen? Ja. Boah. Da ist das Nest. Oder ein toter Vogel. Ein Erdklumpen. Ach du Scheiße. Knaller. Rakete im Vorschlag geflogen. Ja, sauber. Das ist richtig Erde. Das war wahrscheinlich oben im Schornstein gewachsen, weißt du noch? Da war mal ein Baum drin früher. Das war richtig eine Wolke, die da rauskam. Ja, echt. Eklig. Aha. Da ist wieder was gekommen. Tote Frösche. Sieht aber nach Tieren langsam aus. Wie kann der so voll sein mit Sachen? Das ist ja komisch. Das kann doch nicht. Noch ein Torfblock. Was soll das sein? Torfrock. Ja. Der erste Bauschutt. Ja.
Brauchst du eine Verlängerung für den Schlauch? Ja, hier den gelben. Der hier geht doch. So, jetzt kam noch mal ordentlich was. Das ist schon teilweise Bauschutt gewesen. Das ist ja dieses Isolierungsscheiß, ne? Ja, das heißt, wir haben jetzt das alte Nest, haben wir komplett raus. Jetzt kommen die ersten Brocken. Wie der Sack da reingeschmissen hat. Wenn das jetzt klappt, ne? Dann bin ich froh. So, Gideon guckt jetzt mal oben, weil ich drücken kann. So richtig dicke Brocken sind auch noch nicht gekommen. Ich habe ziemlich so Sand durchkommen sehen. Denkst du, dass vielleicht schon alles Feine raus ist, zwischendurch gerieselt ist und nur noch grobes Material drin ist, dass man so einen Draht dran vorbeikriegt? Nee, ne? Ich scheine mal von hier die Lampe und du sagst mal, ob du die siehst. Okay. Ja, okay. Ja, kannst du da einen Draht runterschieben? Vielleicht. Von unten hoch kannst du vergessen, dann triffst du nie. Weil dann kann man hier unten irgendwie was dran binden und dann von oben ziehen und dann lockert durch das. Ne? Jetzt wieder nach oben. Gideon klöngelt da jetzt so ein bisschen rum. Ja, wo hast du das Licht? Da an der Ecke gesehen? Hier an der. Hier, die, hier so. Da? Ja. Komm rein. Du könntest jetzt das ja mal testen mit dem Draht. Du kannst ja mal gucken in der Küche, ob du schon was siehst. Ist gut. Ah, super, da haben wir. Wie machen wir da dran, so ein altes Scharnier von dem Schrank, dass man so ein bisschen was dagegen hakt und dann ziehen wir den Draht wieder hoch. Und dann wollen wir es eigentlich lösen. Was soll ich denn mit der Zange? Den Draht umbiegen. Du bist so ein Fuzzi, das gibt's nicht. Soll wohl so gehen, ne? Eigentlich nimmt man da ja auch eine Kneifzange für. Hier. Mhm. Willst du lieber am Ende noch ein Band dran haben, falls das nichts wird und wir das einfach da durchziehen? Ja, will ich. Wo ist dein rotes Band denn? So, ich habe jetzt das Antennenkabel noch mit dran gemacht. Das lag hier ja noch, das alte. Falls das jetzt einfach durchzieht und nichts passiert, können wir einfach nochmal durchziehen mit dem Antennenkabel. Ich ziehe jetzt einfach von oben, das brauchst du ja nicht füllen. Du kannst ja von unten, wenn die Wolke rauskommt. Okay, leg los. Bitte die Steine da rausnehmen, bitte. Bitte, sei so gut, nimm die Steine raus, ja? Ja, dann hole ich den Draht wieder raus. Hallo, hier hinten bin ich, hallo. Gideon, der Schornstein ist wahrscheinlich frei, ich kann die Kamera sehen. Alles klar, gut. Sehr gut erledigt. Jungs, ich finde es einfach total toll, was ihr hier gemacht habt, ja. Das ist eine super Sache, ich schaue den Kanal täglich und es macht einfach Spaß, ja. Ich schaue die Folgen teilweise 20 Mal. Ja, ist einfach ein Traum. Jungs, weiter so. Top, top, toi, toi, toi für euren Kanal. Geil, jetzt hat's geklappt. Es hat geklappt, ja. Ja, dann würde ich mal sagen, den Schornsteinfeger holen. Er soll sich es anschauen, ob dann Edelstahl wo rein muss oder ob wir den so nehmen können. Hältst du es für möglich, dass er sagt, ja, das geht so? Ja. Ja? Ja. Das hat jetzt einen Tag gedauert. Ein bisschen mehr, würde ich mal sagen, mit Überlegen und Genervtsein. Inklusive rausfinden, inklusive keinen Bock mehr haben, inklusive was essen und überlegen und machen. Boah. Geil. Das sind schon einige Meter, ne? Ja. 7 Meter oder so? Krass.